Wer bist du denn? Natürlich. Hallo. Sammlerstücke und Zierschmuck. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Okay. Dann lass mich doch hier mal was verkaufen. Und zwar einmal das hier. Dietriche nicht. Eisenbarren, Granitstein. Den nehmen wir mit. Bumm. Nein! Ach. Habe ich das jetzt... Das habe ich nicht gekauft, oder? Nein. Ach, die hat gar kein Gold mehr. Was zum Teufel? Passt gut auf euch auf. Mensch. Können hier mal welche sein, die Geld haben? Was bist du? Gehen wir mal da rein. Verkessel, das kann nichts Gescheites sein. Was haben wir denn hier? Beletors gemischt waren. Das hört sich schon mal besser an. Ich hoffe, der kauft auch jeden Ramsch an. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im... Hallo. Alles steht zum Verkauf. Was habt ihr zu verkaufen? Für mich sind es Schätze. Das hat die draußen auch schon gesagt. Allerdings würde ich jetzt gerne erstmal was verkaufen. Und zwar möchte ich... Die Axt hebe ich auf. Ich werde hier jetzt als erstes mal... Ach, so viel Gold hat er aber auch nicht. Die Axt hier verkaufen. Bam. Bekleidung. Können wir auch mal verkaufen. Obwohl, ne, können wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Skoma. Skoma. Verkaufen wir Skoma? Lasst uns Skoma verkaufen. Schriftrollen. Naja. Essen. Zutaten. Hallo, Zutaten. Haben wir aber einiges hier an Zutaten. Wow. Bücher. Können wir hier noch was verkaufen? Zauberbuch. Heilung. Dieb. Sonstiges. Was haben wir? Ah, hier. Die Drachenknochen. Redekunst verbessert. Drachenschuppen. Der hat schon wieder kein Gold mehr. Verdammt. Wie sieht's aus mit unserer Traglast? Nicht so super. Hat er nicht irgendwie hier... Einen eurer Verwandten? Werft einen Blick darauf. Zauber kaufen. Wie kommen wir denn eigentlich an neue Zauber? Bücher? Bett bei Niedergang. Nachtigall, Dieb. Zauberbuch, leichter Schutz. Zauberbuch, Schutzgeist. Beschwören. Sonstiges. Bekleidung. Ne. Naja gut, lassen wir das mal. Zumindest können wir jetzt wieder rennen. Das ist doch schon mal etwas. Törichte Alte, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine. Was gabt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Geh weiter. Ich habe eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft das im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt ihr diese alten Schabracke etwa Glauben? Ihr habt recht. Das darf ich nicht vergessen, wenn ich die nächste Lieferung bekomme. Ach, den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr...
Ihr haltet besser den Mund, sonst blüht euch dasselbe Schicksal. Boah, sind das Arschlöcher. Komm, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Von den Bauernhöfen geliefert, mal sehen. Ihr Arschlöcher. Ich kann nur noch an meinen Sohn tun. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir speichern jetzt mal. Ich beende hier mal die Aufnahmesession. Es ist schon spät. Und beim nächsten Mal lernen wir dann hier mal mehr über ihren verschwundenen Sohn kennen, eventuell. Und mal schauen, wie das Ganze hier noch weitergeht. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Part wieder mit... Ja, wieder zu. So, das wollte ich sagen. Okay, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Lighting SP. So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Kennt ihr ja schon, wisst ihr Bescheid, wie es hier weitergeht. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, der Weg der Stimme. Das sollten wir jetzt eigentlich machen. Allerdings habe ich vor, hier was anderes zu machen. Was war das denn? Findet die Rotwadonin. Können wir das eigentlich irgendwie so aktivieren? Das würde ich gerne ausmachen. Das auch. So, und dann schauen wir doch mal. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Aha. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal. Seid ihr Brot und Eintopf leid? Hattet ihr Fisch und Wildbret im Überfluss? Dann füllt euch mit einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Ach ja, ist ja gut. Ist das eine bunte Stimmkulisse hier? Wir gehen mal in die beflaggte Meere. Und schauen mal, was das ist. Wir sind im Moment Stufe 5. Ich bin mal gespannt, wie hoch wir hier noch kommen. Und wie hoch es überhaupt geht. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Och Mann, der will sich nicht setzen. Setz dich doch. Und alles, was stört. Wir holen Sania, uns wieder, auf, was uns gehört. Ja, Mama. Der Königsmörder. Wollt ihr was zu trinken? Was gibt es denn? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Ach, die... Ah, okay. Okay, so viel Gold hat die nicht unbedingt. Apfelkuchen! Nom, 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 nom. Halt, ich will doch noch mal mit dir reden. Falls Hallo. Ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Feuerholz hacken, das hört sich schon mal gut an. Ich suche nach Arbeit. Was? Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Aha. Ach, noch ein Banditenanführer. Lager stehender Strom. Okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Das Lied kennen wir übrigens. Das haben wir schon mal von Sven gehört. In Flusswald. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Sehr schön. So, ja, was haben wir denn hier Arbeit noch? Ja, ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste. Aha. Sie wissen halt, wo sie hingehören. Natürlich wäre da auch noch Faringar. Er mag zwar der Zauberer des Jahres sein, aber zumindest ist er ein Nord. Okay, erzählt mir den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Oh. Gut, ich danke. Ich glaube, ich muss noch ein paar Becher spülen. Was hast du denn zu sagen, Sadia? Kann ich etwas für euch tun? Ach, wusstet ihr, dass ein paar Aligre-Krieger nach einer Rotwadone suchen? Seid ihr sicher? Ja. Oh nein, sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen.
Ach, okay, das ist die. Kommt mit mir. Gut, wir könnten sie jetzt verpetzen, aber das machen wir natürlich nicht. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Es muss ja einen Grund geben, warum die hier vor denen geflüchtet ist und sich hier im Dorf versteckt. Und das werden wir sicherlich jetzt herausfinden, wenn wir mit der guten Sadia hier unter vier Augen sprechen. Stimmt, Sadia? Wir dürfen mit ihr ins Zimmer. Nein. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich will doch gar nichts machen. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht, was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Aha. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Oh. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Oh. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Uns wäre mir mal ganz recht, wenn du ihr das Messer runternehmen würdest. Das gefällt mir nicht. Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Okay. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden mit dem Gefangenen sprechen. Weshalb sind die Alikre? Spricht mir das aus? Ich habe keine Ahnung. Hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmiri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Warum habt ihr euch nicht an die Wache gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Okay. Kommt zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Alikir heißen sie also. Na schön, dann werden wir mal rausgehen. Und mal schauen, ob wir den Gefangenen finden und etwas aus ihm herausquetschen können, wenn es sein muss mit Gewalt. Map, ich brauche dich. Okay, da müssen wir hin, um zu dem Gefangenen zu kommen. Das Ding könnten wir mal hier wegmachen. Wie ging das nochmal? Geh mal weg. Geh weg. Ah, hier. Entfernen. So. Okay, da hinten zeigt das andere Teil hin. Wo sind wir denn eigentlich? Bitte nicht falsch auf. Na gut, aber wir gehen jetzt mal davor. Oder wir gehen... Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Also ich glaube nicht, dass wir hier raus müssen, oder? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein, wir müssen in die andere Richtung. Zu dem anderen Pfeil, los geht's!